Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute soll es ein Frühlings-Make-up geben. Und wir sind wieder mehrere YouTuberinnen, die für euch zusammen ein Frühlings-Make-up schminken. So könnt ihr euch hier oder da vielleicht Inspirationen holen. Ich werde alle Teilnehmerinnen unten in der Infobox verlinken, sodass ihr da auch nochmal reinschauen könnt. Die Idee kommt wieder von der lieben Tesli. Und ja, fangen wir gleich mal an. Meine Grundierung wird wieder von Trend It Up, die Magic Face Perfection Cream mit leichter Deckkraft, Niacinamiden und Lichtschutzfaktor 30. Das trage ich mir jetzt auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Make-up habe ich aufgetragen und gleich auch den Bronzer, den kennt ihr eh schon. Den habe ich jedes Mal in Verwendung und deshalb habe ich gedacht, das mache ich auch gleich mit. Als Rouge, da habe ich von Riva Loves Me. Diese Just You and Me. Das ist ein bisschen sanftere und ein bisschen rot darf diesmal auch mit drin sein, also ein bisschen kräftiger. So. Na, wenn ihr hier diese roteren Herzen dazu nehmt, dann habt ihr ein bisschen mehr Farbe. Kann ich auch noch ein bisschen ausblenden. Ich mache so einen fluffigen Pinsel und gehe hier so nach oben und versuche das noch mal so ein bisschen auszublenden. Augenbrauen kennt ihr auch wahrscheinlich schon von Avon, den Brow Booster. Der gibt immer gleich ein bisschen Farbe. So, da gehe ich dann auch immer noch mal mit so einem Augenbrauenbürstchen durch. Kämme das gleich so ein bisschen in Form und wenn da irgendwo ein bisschen was auf der Haut zu viel ist, kann man das damit gleich ein bisschen verblenden. Das waren die Augenbrauen. Ich möchte ja heute einen rosa Look schminken und deshalb werde ich auch noch mal die Palette von Riva Loves Me verwenden. Da sind so schöne Rosatöne drin. Und richtig pinke Farben, also richtig knallige auch, richtig knalliges Rosa dabei. Ich werde wieder erstmal hier in den hellen Ton gehen, um mein Augenlid so ein bisschen aufzuhellen. Und dann kommen die Farben auch noch mal besser raus. So. Gut. Welches Rosa nehme ich jetzt? Ich glaube, dieses hier. Da gehe ich jetzt mit dem Pinsel rein. Hatte ich ja eh nur die helle Farbe drauf. Und das bewegliche Lid wird jetzt erstmal rosa. Da gehe ich auch richtig ein bisschen höher mit. So. Das war dieser, genau. Noch nicht der ganz knallige. Hier haben wir ja noch einen knalligeren. Den will ich auch gleich noch verwenden. Richtig in Rosé heute. Hätte auch gut zum Valentinstag gepasst. Da hatte ich mich für andere Farben entschieden. Aber das ist ja auch immer so ein bisschen, wie die Stimmung ist. Ne? Heute habe ich Lust auf ein bisschen mehr Farbe. Für unten, dann nehme ich mir so einen Katzenzungenpinsel. Gehe auch in diesen Roséton. Und das kommt unter den Wimpernkranz. Ruhig ein bisschen dicker. So, kann dann nach außen so, nach unten hin ein bisschen verlaufen. So. Das kannst du auch so ein klein bisschen ausblenden dann nach unten hin. Und dann will ich den kräftigeren Rot tun. Nämlich auch wieder diesen Pinsel, da ja schon rosa drauf war. Und das hier ein kräftigeres Rosa ist. Und damit gehe ich hier ein bisschen im hinteren Bereich und so ein bisschen in die Lidfalte. Dann mache ich das nochmal so ein bisschen kräftiger. Dazu nehme ich diesen Ton hier. Ordentlich rein.
schön knallig sein. Dass das dann so zum Oberteil. Das wird ein bisschen verblendet. Oh, es sieht noch ganz kräftig aus. Ne? Und jetzt nehme ich immer Stick Black Eyes und ziehe mir dicht am Wimpernkranz bis ganz vorne hin einen Lidstrich. Und hier hinten, da gehe ich so ein bisschen nach oben, ganz dicht am Wimpernkranz. Auch hier einmal. Genau so. Auf dieser Seite auch. Mal hier vorne ganz dünn und nach hinten kann es ruhig etwas dicker werden. Da gehe ich dann auch nach oben. Und hier vorne gehe ich einmal rum. Dann wollte ich mal mit dem silbernen Glimmerstick von Avon einfach da drüber gehen, über den schwarzen Lidstrich. Und hier hinten auch so damit nach oben. Das kann ruhig ein bisschen dicker. Auf dieser Seite auch. Die sind so schön weich, diese Avon Glimmer Sticks. Genau, so habe ich mir das gedacht. Dann wollte ich ein bisschen Highlighter in die Augen. Ja, ich glaube, ich nehme diesen hier. Dann nehme ich diesen zu. Und das ist von Maxim, der Highlighter Riva Loves Me. Das war mal so eine LA von Maxim. Und da gehe ich hier im Innenwinkel einfach nochmal mit rein. Das passt jetzt besser, als wenn ich den Stift von Avon nehme. Das ist jetzt ein bisschen sanfter, weil das soll ja jetzt das hier so ein bisschen betonen. Und wenn das dann hier ist, dann ja, geht das so wieder so ineinander über. Das wollte ich nicht. Hier einfach ein bisschen Highlighter hinsetzen. So. Nehme ich jetzt diesen hier, gehe dann nochmal rein in den Highlighter. Und dann kannst du hier noch mal so ein bisschen Glanz hinsetzen. Klein bisschen blende ich das nach oben hin noch aus. Und für oben werde ich nochmal unter der Augenbraue, an der höchsten Stelle, da werde ich nochmal mit dem hellen Ton drauf gehen, den wir ja hier drin haben. Hier rein. Und einfach hier, wo die höchste Stelle ist, hier so ein bisschen nochmal einen hellen Punkt setzen, sozusagen. Na? Ich gehe hier nochmal, einmal hier nochmal hoch. Wenn man damit nämlich so über Lidschatten malt, dann kann das immer sein, dass dann das so ein bisschen die Farbe annimmt.
So. Genau so. Ja. So habe ich mir das heute gedacht. Ein bisschen in Pink. Jetzt kommt die Mascara. Dann nehme ich wieder von Maybelline die Surreal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Wimpern getuscht. Jetzt kommt noch Lippenstift. Da habe ich von Action habe ich ja verschiedene Lippenstifte und da habe ich mir diesen in Rosé ausgesucht. Einen passenden Lip Liner von Make-up Code. So. Und dann so ein ganz zartes Rosé. Die Augen sind ja schon sehr stark geschminkt, dann die Lippen etwas dezenter. Mit dem Lippenstift auch von Action kommen noch Ohrringe. Diesmal habe ich dran gedacht, sie nicht vorher reinzumachen, weil ja, wenn du mit dem Bronzer oder so noch ein bisschen weitergehen willst, ein bisschen über die Ohren, dann ist das blöd, wenn du schon Ohrringe drin hast, habe ich letztes Mal dann gemerkt. Na so, genau. Und das ist mein Frühlingslook. Also ich finde, man kann, wenn du den Lidschatten so Ton in Ton nimmst oder nur eine Farbe und dann kannst du mit so einem Kajalstift ja nochmal ordentlich was aufpeppen, ne? Ich finde das ganz toll, diese Glimmersticks, die gibt es ja in den verschiedensten Farben und das mit dem Silber finde ich richtig klasse. Glitzert ja auch so ein bisschen und so peppst du dann einen ja, Mono-Lidschatten nochmal richtig auf. Genau. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Schaut doch bei den anderen rein. Ich habe sie alle unten in der Infobox verlinkt. Ich werde auch gleich schauen. Bin ganz gespannt, was die Schönes gezaubert haben für tolle Looks zum Frühling. Na, nun kann der Frühling kommen, bald hoffentlich. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!